Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Alien Isolation. Hier wieder in einem Versteck mit schönen Bildern. Wow, wunderschön. Ja, toll. Hi. Und einer neuen Runde. Wie gesagt, immer noch die letzte Runde. Aber diesmal bin ich wieder zurück von der Reise und bin fleißig dabei, diesem Alien in den Arsch zu treten. Zumindest hoffe ich das auf irgendeine Art und Weise. Stellen Sie den Zugang zum Vertrieb wieder her. Stellen Sie den Zugang zum Vertrieb wieder her. Stellen Sie den Zugang zum Vertrieb in Gemini Exoplanet Solutions wieder her. Wenn Sie im Inneren sind, finden Sie den Frachtaufzug und fahren Sie damit zum Projekt KG348. Ja, K kennen wir doch alle. Also wir uns an dieser Stelle ganz kurz. Einmal in den Raum geworfen, hier super, funktioniert nichts und wir müssen jetzt Frachtaufzug finden, der sich irgendwo befindet. Wo befindet sich der Frachtaufzug? Das weiß ich natürlich nicht mehr. Hier kommen wir ja schön, sind wir ja mit hergedüst, war toll. Aber da müssen wir auf die Lorenz System Tech Lobby. Wo müssen wir denn da, wenn sie Moment mal, Strom wiederherstellen, alles klar. Ich schaue mich hier erstmal gerade ein bisschen um. Aha. Hey! Bei dir alles fit? Soweit? Leider nicht so. Na, auf jeden Fall entdecken wir jetzt mal was. Und hier scheint dieser Frachtaufzug dann wahrscheinlich irgendwo zu sein. Hoffentlich. Das kommt mir alles ziemlich komisch vor, oder nicht? Oh, ist es auch ein bisschen. Du, da kannst du mal einen drauf lassen. Aber schön, dass du da bist. Mal nett, wieder Lebende zu sehen. Guten Tag. Sie guckt ein bisschen verdattert auf den Boden. Kein Wunder. Wir werden hier verrecken. Das ist Ihnen klar, oder? Interessant, wie sie sprechen kann. Telepathie. Ah, der Blick hier raus. Alter Schwede. Hui, 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 hui. Da kommt man sich schon recht klein vor. Guck mal, ich habe die Sonne im Kopf. Auf dem Kopf. Ich sehe das hier selber nicht, aber ich weiß ja, dass das Ding da irgendwo hängt. Ziemlich komisch vor, oder nicht? Vielleicht kenne ich das sogar noch besser, so, wenn ich so die Sonne jetzt hier so, Sonne auf dem Kopf. So irgendwie so, ne? Müsste ich jetzt die Sonne irgendwo im Gesicht haben. Wir werden hier verrecken, das ist Ihnen klar, oder? Ach ja, wenigstens hatte ich mal die Sonne auf dem Kopf. So, jetzt sei mal ruhig, du olle Nuss. Wir gucken uns jetzt mal weiter um. Ja, ist lustig, dass er die Karte erst entdeckt, nachdem man schon im Raum drin ist. Suchen Sie das Bedienterminal, ja? Wärter da gelassen haben. Aha. Es ist im Lagerraum direkt vor Ihnen. Und tun Sie es leise. Ah, und diesen Luftschacht, das erinnert mich daran, dass ich den Strom wiederherstellen muss. Ja, schön. Da freut sich das Herz eines Let's Players. Exoplanet Solutions. Exoplanet. Okay. Ah, das war nochmal eine Safe-Station fast, was in der Art. Oh, hier ist aber ganz schön feucht. Hier müssen wir wieder überwischen. Das schimmelt doch. Alter, wie crazy das aussieht. Versucht seit Jahren die gesamte Ausstattung zusammen mit Sevastopol zu verkaufen. Bis jetzt wollte es niemand, aber das bedeutet, dass die Sicherheitsvorkehrungen noch intakt sind. Okay, genug Gerede jetzt, Waits. Genau, genug Gerede und ich muss auch einmal kurz mal ganz kurz schauen, Freunde. Bis ich hier heute noch was gecraftet kriege, damit wir wenigstens ein paar Sachen wieder mitnehmen können. Was wäre denn so mit so einem Medikit? Zack. Oh Gott, da kommt schon was. Wenn ich jetzt sterbe wegen so einem blöden Medikit, wäre doof. Ganz ehrlich. Sag ich mal so im Raum geworfen. Elektroschocker brauchen wir nicht. Revolver, Flammenwerfer. Ja, können wir leider nicht bauen, wäre zu schön. Geräuschmacher war gar nicht so übel. Und hier fehlen uns wieder noch ein paar Module für Ethanol, Alkohol, Blendgranate. Da hätten wir alles für den Start. Ist aber auch nicht so geil. Finde ich persönlich, benutze ich zwar fast nie, aber ist auch nicht so geil. Am besten ist ein Molotow, ganz ehrlich. Sparen wir uns das lieber auf, ganz ehrlich. Das macht ja keinen Sinn. Jetzt irgendwas zu verschwenden, nur damit wir irgendwelche anderen Sachen wieder aufnehmen können. Oh, Backe. Wollte ich schon immer mal gesagt haben, habe ich ja noch. Oh. Shit. Hey, du da, willst du mich eben reinlassen? Ne? Oh. Oh. Ah! Ach,
Achtung, da kommt er. Sind wir sie? Nein! Ich hab da nur den Kollegen gefragt, ganz kurz. Alter Schwede. Ey, auf jeden Fall ruft gleich einer die Polizei, die denken sich, was geht denn da ab? Aua! Mach ich mir die Tür vor den Füßen zu. Ah, da könnte ich ihn mal von der anderen Seite. Nee, kann ich nicht. Toll. Super. Fuck. Suchen Sie das Bedienterminal, das Sie für den synthetischen Wärter dagelassen haben. Es ist im Lagerraum direkt vor Ihnen. Und tun Sie es leise. Ja gut, dann gehe ich jetzt tatsächlich mal lieber hier lang ganz kurz. Jetzt passiert bestimmt irgendwas wieder. Was mir ein Schocken des Jahrtausends einsetzen wird. Gar nichts passiert, lustigerweise. Ah, guck mal, Karte. Sehr schön. Moment mal. Oh Gott, ich wollte gerade rennen. So ist Hektik und Eile. Ah, da ist ja die Tür auch verschlossen. Also kommen wir da im Moment auch nicht durch. Toll, Lagerraum direkt vor Ihnen, weißt du? Strom wiederherstellen. Also wir brauchen Power. Das ist so viel war mal klar. Und ich bin gerade schon wieder beinahe gesprintet ein bisschen. Das ist der größte Fehler, den man in diesem Spiel machen kann. Ein bisschen Sprinten ist sonst auch nicht schlecht eigentlich so. Für die Figur auch. Für die Fitness und so, aber... Sollte man hier tun, nicht lassen. Seit Jahren die gesamte Ausstattung zusammen mit Sevastopol zu verkaufen. Bis jetzt wollte es niemand, aber das bedeutet, dass die Sicherheitsvorkehrungen noch intakt sind. Okay, genug Rede jetzt, Waits. Ja, das haben wir doch schon eben. Kennen wir uns ja bereits mit aus. Versteck mich jetzt hier drin. Soll's. Mal gucken, was passiert. Ich bleib erstmal hier. Wie der Bewegungsmelder dann auch kurz aufheult. Oh oh. Ja, mach dich schon vom Acker, ich will ja weiter. Vielleicht geht die Tür erst auf, wenn ich entdeckt werde. Oh, ob ich die Nummer immer hinkriege? Irgendwann heute noch? Alter, das lässt einfach nicht ab, man wartet 5 Jahre. Ja, ich wäre tot, wenn ich jetzt rausgehen würde. Ich glaube, er ist weg. Und dann kommt die Musik da noch zu, die verschlimmert das noch, weil man hört ja gar nicht, was los ist. Was haben wir da? Plasmaschneider, das ist er. Ja, geil. Geiler Scheiß. Und die Neuverkabelung gucken wir auch mal schnell noch. Kamerafeed können wir wirklich deaktivieren. So, das hat sich gelohnt. Jetzt nehme ich diese Sensoren hier weg. Okay, das Alien ist hinter uns. Wir müssen jetzt zurück. Und kommen mit dem verbesserten Plasmaschneider durch. Mit ein bisschen Glück. Ich glaube, das ist hinter uns runtergejumpt. Ich weiß es gerade nicht, Freunde. Wow. So, zack, komm schon. Ich hab nicht so viel Zeit, wir müssen uns ein bisschen beeilen hier bei der Nummer. Fucky! Er kommt. Xeni ist da. Hey, rein hier. Jetzt ganz schnell beeilen. Auf Terminal zugreifen, Sevastolink. Spannung ist kaum zu überbieten. Ungültiger Fahrzubehör. Fehler, Fehler, Fehler.
Was ist KG? KG-34 ist eine, ein Gasriese, bla bla bla. Nutzung dieser Ressource kündigen wir mit Stolz KG-Forschungsprojekt an. Gemini Planet Solution. Manifest Gemini Exoplanet Solutions. Sie seien kühn, lernen sie. Bla bla bla. Alter, ist nur bla. Fehler, alles fehlerhaft. Unzulässiger Suchvorgang. Oh Gott, wir brauchen hier, muss doch irgendwas. Oh oh, fuck die Ficke der Scheiße. Hier unter dem Schreibtisch verstecken schnell. Er ist wieder da. Unser alter Freund. Da da di da da. Ey, wenn man das Spiel selber spielt, ist es so ein Arsch. Ja, Flammenwerfer. Warte mal, wollt das nehmen? Geil, geil, geiler Scheiß, Alter. Flammenwerferöl. Die Rettung in der Not. Ich muss echt noch in die Kisten reinschauen. Aber was war jetzt hier drinne? Ein bisschen Schrott können wir nicht mehr gebrauchen. Gut. Falls er kommt, ist im Notfall da ein Ding. So, jetzt werfe ich nochmal einen Blick auf die Karte ganz kurz. Stellen Sie den Zugang zum Vertrieb wieder her. Mhm. Dann muss ich nochmal ganz nach da hinten gehen. Toll, das hat sich voll nicht gelohnt. Das hat sich echt voll nicht gelohnt mit dem Plasmaschneider und so. Ich weiß nicht. Ich muss aber den ganzen Weg wieder zurücklatschen. Bestens. Und ist ein Savepoint in der Nähe wenigstens? Nicht mal das, wisst ihr? Das ist so eine Schweinerei. Und den Strom konnten wir auch nicht wiederherstellen, wirklich. Tür verschlossen. Da war ja auch kein Zubehör, nicht zum Aktivieren, hoffe ich. Nicht, dass ich jetzt irgendwie was verpeilt habe. Aber jetzt bin ich ein bisschen überfragt, wie es weitergehen soll. Ich gehe jetzt nochmal zurück dahin. Ich weiß nicht, ob es der richtige Weg ist, ganz ehrlich. Ich hatte jetzt auch kaum Zeit, die Texte zu lesen. Wie soll man die denn auch in Ruhe lesen? Wenn man weiß, dass gleich einem die Kehle aufgeschlitzt werden kann, dann liest du dir doch nicht so ein Buch durch. Ist ja wie in irgendeinem Terrorgebiet Urlaub machen und da Romane lesen. Wie es Millionen von Ägypten-Urlauber machen, ne? So, da sind wir alles umverkabelt. Ah, hier fürs her. Alles klar, ich hab mich... Ja, gut, da haben wir den einen Raum mit so mitgenommen. Was soll das? Ein bisschen Schwund ist immer, sage ich ja, immer beim Schweißen, wenn ich da wieder stehe. So. Mit dem Plasmaschneider. Hallo, ja, hallo. So, ich würde mich jetzt zu voll gebückt da so. So würde ich denken. Das ist ein Überschuss. Privat, Stromversorgung, bla, interessiert mich, Betriebssystem. Alles klar, hier sind wir richtig. Verdammt, ist das laut! Da ist einer in den Analyselaboren. Der andere ist im Dekontaminierungsraum. Einmal kurz verstecken. Okay, kurz auf den Dings hier werfen Blick. Weil es könnte sein. Uah! Warum? Was soll der Scheiß, Alter? Alter, du warst doch eben gerade friedlich. Bist du bescheuert oder was? Oh nein. Oh Gott, der haut auf mich drauf. Ich muss weglaufen. Nein, nein. Scheiße. Was fehlt mir jetzt gerade noch? Was fehlt mir jetzt gerade noch? Verdammte Axt! Da kommt der Penner da. Ich muss mich in der Lüftungsschacht verstecken. Es wird auf einmal aggro. Lüftungsschacht. Ja, kenn ich deine Pfote, die stinkende. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Scheiße. Ärgert mich jetzt. Wo sind wir denn jetzt hier wieder? Alter, den ganzen Scheiß wieder. Und die Safe Points werden auch so asozial verteilt. Und hier renne ich wieder. Na. Ja. Ihr wisst Bescheid. So, Gemini Solutions. Jetzt flitze ich da wieder durch wie so ein wild gewordenes Rampenhuhn. So, den Raum lasse ich dann jetzt aber aus. Wärter da gelassen haben. Es ist im Lagerraum direkt vor Ihnen. Und tun Sie es leise. Das ist echt eine Gemeinheit mit den Safe Points. Das ist teilweise so assi. Ich meine, was kann ich denn jetzt machen? Versucht seit Jahren die gesamte Ausstattung zusammen mit Sebastopol zu verkaufen. Ja, weiß ich schon. Bis jetzt wollte es niemand, aber das bedeutet...
Steh jetzt, Wade! Okay, genug Gerede jetzt, Wade. Genug Gerede! So, machen wir dieselbe Strategie nochmal. Wer kommt jetzt, der Gute? Zini? Hallo, immer freundlich sein, herzlich willkommen zu dieser schönen Folge. Schön, dass du auch eingeschaltet hast, Xenimorph, mein lieber Mitty. Boah, der Hater, ey, gehärteste Sorte. Oh oh, oh oh. Oh oh. Yeah. Hallöchen, da sollte sich mal wieder die Füße waschen. Da sollte sich aber wirklich jemand mal wieder die Füße waschen. Die Passagen werden kackenhart. Unverschämtheit. Unverschämtheit. Ja, haut ab und ich kann raus. So, erste Nummer. Und die zweite Nummer wäre, hier rüber zu schlendern. Sich dieses super geile Gerät zu schnappen, sagen, juhu, ist das geil, ich könnte eine ganze Party feiern, 2 Wochen lang. Und dann auf die Neuverkabelung zugreifen. Das Gute ist, wenn man es gemacht hat, kann man es halt wesentlich schneller machen, als es man schon vorher gemacht hatte. Ne? Ist klar, weil man nicht mehr die Lage checken muss so richtig, sondern einfach durchpesen kann quasi. So, Plasma-Schneider, einmal bitte benutzen, das gute Stück. Ja, ich würde ja gerne Ihre Tür aufbrühen, wenn Sie das als genehm empfinden. Ja, natürlich. Machen Sie ruhig. Kein Problem. So, Alter. Können Sie mich mal reinlassen? Leider nicht. Deswegen müssen wir uns den Zugang zu verschaffen. Und dann kommt Zähne schon um die Ecke. Und ich freue mich schon, als wäre heute Weihnachten. Ich muss jetzt einmal still sein hier drin. Okay, verkackt. Wow. Immer locker bleiben, Zähne. Immer locker bleiben, immer locker durch die Hose atmen, Zähne. Mein Lieber! Oh nein. Ich habe mich gerade wieder so eingeschissen, ey. Ist das ein Drecksgame, ey. Ach Gott. Das ist eine mega schwere Passage auch irgendwie. So. Rein hier in die gute Stube, wir wissen jetzt, jetzt dürfte es echt flott gehen, immer, aber ich weiß nicht, wie viele Versuche wir. Also einen mache ich die Folge auf jeden Fall noch. Suchen Sie das Bedienterminal, ja, das wir einen synthetischen Wärter da gelassen haben. Es ist im Lagerraum direkt vor Ihnen. Und tun Sie es leise. Geh jetzt, Wade! Genug Gerede jetzt, Wade! Hab ich schon mal gehört. Déjà vu. Bis jetzt wollte es niemand, aber das bedeutet, dass die Sicherheitsvorkehrungen noch intakt sind. Okay, genug Gerede jetzt, Wade. Aha. So, einmal kurz hier. Hallo, hier bin ich. Ja, genau, das wollte ich. Das zieht nämlich das Alien an. Und in unser gutes altes Versteck. Optimale Strategie, falls ihr die Passage selber mal spielen wolltet. Dann kommt der gute Xeni, sagt mal Hallöchen, Freunde. Alles fit bei euch heute. Aber mehr macht er zum Glück auch nicht, wenn wir uns hier drin verstecken. Ansonsten. Die Strategie muss doch aufgehen. Der kann doch noch gar nicht erwartet haben, dass wir drin hängen. Und wenn die Verstecke gar nicht mehr aufgehen, ist ja mega übel. Aber ich weiß gar nicht, wenn man jetzt auf so richtig kackenschwer spielt, ob das dann so ist. Sorry, ich hoffe, man hört mich ganz gut, weil das Spiel ist manchmal so derbe laut. Derbe laut. Haha, muss ich nochmal was sagen. So, ich glaube, er ist weg. Ja. Ich hab's doch gerochen. Was? Ach, Zeni, mein kleiner Freund.
Ich dachte, er wäre weg. Aber er war es nicht wirklich. Nicht wirklich. Jetzt wurde ich zu ungeduldig. Und jetzt dürfen wir es nochmal machen, weil ich zu ungeduldig wurde. Na komm. Weil ich so verkackt habe jetzt. Suchen Sie das Bedienterminal. Halt auf die Fresse! Es ist im Lagerraum direkt vor Ihnen. Und tun Sie es leise. Sixen versucht seit Jahren die gesamte Ausstattung zusammen mit Sebastopol zu verkaufen. Und zwar ist ja was anderes dabei, wie auf Landwerfermunition. Die Sicherheitsvorkehrungen noch intakt sind. Okay, genug Rede jetzt, Waits. Ja, das ist schon mal ein Vorteil. Wenn er jetzt einmal kommt, können wir ihn eigentlich einmal rüsten. Frage ist nur, wie lange er zu rüsten ist. Ah ne, warte. Einmal entdecken lassen kurz. Hä? Willst du mich verarschen? Hallo, hier bin ich doch. Ja, genau da. Ah, das ging in die Hose! Ey, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt ist er mal hier. Komm jetzt noch einmal, ja, verdammte Axt. Ist auch ein Pech gerade. Scheiße. Hä? Achso, nee. Oh, Gottchen. Herr Saraza. Ja, manchmal, ne? Weiß ich auch nicht. So, jetzt gehe ich hier ganz gemütlich durch. Ey, übrigens, ne? Das Bedienterminal, wollte ich dir schon mal gesagt haben. Das ist von dem synthetischen Wärter und nah am Lagerraum Victorien. Aber vor allem Victorien ist es natürlich verschlossen, deswegen hier Plasmaschneider organisieren. Erstmal dann zum Bedienterminal, dieses einen Fuzis. Und dann haben wir ein Problem, weil ich vertraue dem nicht mehr. Gesamte Ausstattung zusammen mit Sebastopol zu verkaufen. Jetzt wollte es niemand, aber das bedeutet, dass die Sicherheitsvorkehrungen noch intakt sind. Okay, genug Gerede jetzt, Waits. Ja, ich warte mal, bis es hier drüben ist. Dann schaffe ich das nicht schnell genug um die Ecke. Okay, ich muss mich selber verstecken. Ich glaube, es ist nicht da. Diesmal ist es tatsächlich anders. Jetzt geht's los. Komm, verstecken, rein. Oh, ging das noch klar? Oder war das schon zu spät? Er sucht den Boden ab. Er dachte, ich wäre im Boden. Ja, da stimmt die Musik so gewissermaßen. Ramtata. Ich höre den doch nicht, wenn das so laut ist. Er ist immer noch da. Ich bin jetzt geduldig. Was zum Teufel? Der ist ja immer noch da. Der ist immer noch da. Wie krass ist der denn jetzt drauf? Alter. Das gibt's ja gar nicht. Komm schon, jetzt muss ich das Ding nur noch drehen. Es ist doch nicht zu glauben. Mach hin, du scheiß Bewegungssensor. Das haben wir alle schon geschafft gehabt. Das ist so mies. Okay, ich muss mich wieder verstecken, ne? Ja. Alter. Wir kommen hier überhaupt nicht mehr raus. Diesmal ist es oberkrass. Wie unterschiedlich das auch immer ist, sieht man hier wieder. Weil du es richtig übelst.
komm, einmal raus hier. Ah, jetzt steht das Teil wieder genau in der Richtung, wo ich es nicht haben will, aber egal. Ich gehe jetzt diesmal rum. Scheiß jetzt drauf. Ganz ehrlich, so jetzt schnell den Plasmaschneider greifen. Das Ding hier umhacken. Komm, ja, mach keine Sprenze mit dem Ding. Ich will das jetzt in der Hand halten. Ja, sehr schön, vielen Dank. Du warst freundlich. Jetzt muss ich mich verstecken wieder. Da ist er. Ach du Kacke, ey, das ist so krass. Soll ich den Plasmaschneider, muss das Ding aber noch umbügeln. Auf jeden Fall, diese Sicherheitsmechanismen. Ah, der ist schon wieder da. Das ist so gemein. Da hilft aber echt nur Geduld. Wenn ich jetzt hier, selbst hier gesehen, wo ich dann da durchgerusht bin, jedes Mal die Hose, ja? Das ist so ein Mist wie, ey. Ha, guckt euch das mal an. Clip im Fehler. Der hing auch mit dem Kopf gerade durch. Der hing doch mit dem Kopf gerade durch den Lüftungsschacht, der Junge. Ja, 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 tolle Rede, Mann. So, und jetzt einmal das Ding hier abschalten, den Scheiß. Oder vielleicht doch nicht? Oh oh. Nein. Okay, komm schon. Mann, das ist doch echt mega asozial. Ah. Kamerafeed abschalten, instabiles System einschalten, raus. Weißbrenner nehmen, Plasmaschneider und Action, Satisfaction. Und dann direkt zurückgehen. Gar nicht erst warten. Das ist auch schon auf dem Weg. Rein! Kommt rein, fuck, es kommt rein. Was stelle mal hier hinten? Nein! Verkackte Drecksmissgeburt!